Hallihallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Trainier mit mir. Wir wollen zusammen uns stretchen, Spaß haben, uns kräftigen, gemeinsam Sport machen. Wir sind heute nicht am Strand, nicht auf einem Feld, wir sind im Wald und ich habe mir gedacht, Wald ist auch ein wundervoller Ort, um Energie und Kraft zu finden. Und gerade jetzt am Freitag, heute fürs Wochenende wieder ordentlich reinzustarten. Es gibt einen kleinen Flow von mir und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Wir fangen erstmal ganz entspannt an. Grätsch die Beine ein bisschen, Fußspitzen zeigen nach außen und einatmen. Ah, schöne Waldluft. Und ausatmen. Puh. Nochmal einatmen. Lang nach oben strecken und ausatmen. Ein letztes Mal nach oben kommen. Und dann mit den Armen links und rechts einmal weit nach oben ziehen. Immer im Wechsel. Schon hier die Flanke schön lang machen. Genau. Und dann lösen. Ein bisschen ausschwingen. Ganz entspannt. Und die Arme zur Seite lassen. Lass die Schultern tief und zieh die Arme wirklich aktiv nach außen. Ganz gerade stehen, Spannung halten. Und dann mal von einer Seite auf die andere gehen. Hüfte und Beine, die bleiben fest. Nur der Oberkörper bewegt sich. Weit schieben. Immer im Wechsel. Genau. Und dann wieder stehen bleiben und langsam mit den Armen anfangen zu kreisen. Große Kreise, ganz langsam. Vorne hochziehen, nach hinten unten. Weite Kreise. Wir werden wieder etwas schneller und dabei werden wir kleiner mit den Kreisen. Bisschen die Fingerspitzen Spannung halten, der Körper ist fest, nur die Arme bewegen sich. Und ganz schnell in die andere Richtung kreisen. Und langsam wieder größer werden. Und ganz große Kreise machen. Von hinten nach vorne. Und noch einmal schneller werden und dafür kleiner. Und dann die Daumen nach oben strecken und immer einen Daumen nach hinten und einen nach vorne. Immer im Wechsel. Vor und zurück bewegen. Genau. Und nochmal halten. Noch die letzten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lockern. Einmal ausschwingen in den Armen. Und nochmal locker stehen bleiben. Wir gehen an den Kopf und neigen die hier zur Seite. Versucht mit dem Ohr Richtung Schulter zu ziehen. Parallel dazu den Arm ein bisschen im Boden drücken. Wer mag, mit der Hand den Kopf noch ein bisschen nach unten ziehen. Ganz leicht. Und auflösen. Schultern einmal kreisen. Und den Kopf zur anderen Seite legen. Mit der Hand wieder nach unten ziehen. Bauch ist fester angespannt. Bleibst du stehen. Und hier kannst du auch noch mal ein bisschen mit deiner Hand nachhelfen. Vorsichtig auflockern, nochmal die Schultern lockern. Jetzt nimmst du die Hände zusammen, machst einen ganz runden Rücken. Du kannst dabei die Knie leicht beugen und schieb dich weit raus. Schulterblätter ziehen dabei auseinander. Und einmal wechseln. Hände hinten zusammen und versuch nach oben zu ziehen. Hier unten zusammen und dann ein bisschen nach oben ziehen. Wichtig ist, der Oberkörper kommt nach vorne, öffnet sich. Versuch dabei trotzdem gerade zu stehen. Und dann die Schultern nochmal kreisen. Ganz neutral. Und fangen an, von einer Seite auf die andere Seite ein bisschen zu schwingen. Über die eigene Schulter schauen. Und dann langsam ausschwingen. Man merkt, wir sind hier nicht komplett im Urwald. Hier fliegen die Flugzeuge über den Wald. Und Hände ausschütteln.
Und ganz langsam mit dem Kopf fangen wir an. Die Hände hängen einfach nach unten. Kopf rollt ab, der ganze Körper rollt Wirbel für Wirbel hinterher. Lasst euch Zeit, der Kopf wird schwer, hängt. Dann langsam die Wirbelsäule, Stück für Stück. Rollt sie sich Richtung Boden. Der untere Rücken steht noch, bis er auch langsam anfängt, sich abzurollen. Die Arme sind schwer und locker, der Kopf hängt und ist entspannt. Und so weit bis nach unten rollen, wie ihr könnt. Locker hängen lassen. Wer mag, darf die Ellenbogen greifen. Der Kopf hängt und von einer Seite zur anderen Seite ein bisschen wippen. Ganz entspannt. Die Knie sind durchgedrückt. Und mit jedem Schwingen vielleicht noch ein bisschen mehr die Muskulatur entspannen lassen, dass ihr noch ein bisschen tiefer kommt. Und dann die Hände wieder auflösen und zieht euch mal zu einem Bein nach unten. So weit wie es geht nach unten ziehen. Und dann über die Mitte auf die andere Seite ziehen. Weit nach unten. Dann zur Mitte kommen, Knie beugen und die Beine ein bisschen weiter öffnen. Wenn ihr wollt, dürft ihr euch hier abstützen. Und so einmal aufrichten, bis ihr dann langsam wieder nach oben hochkommt. Schultern nochmal lockern. Und springt mal mit kleinen Schritten wieder zurück in die neutrale Position. Wir heben ein Bein an. Die Arme kommen von der Seite unterhalb von zum Knie. Und ihr zieht das Bein ganz nah zu euch ran. Guckt, dass ihr einen sicheren Stand findet. Und ganz klein machen den Abstand zwischen Knie und Oberkörper. Bleibt dabei stehen. Das Standbein dürft ihr leicht beugen. Und dann wieder ausstrecken, wieder absetzen. Nochmal nach oben kommen. Knie anheben und unterhalb vom Knie nochmal das Bein Richtung Oberkörper ziehen. Versucht dabei gerade stehen zu bleiben. Standbein dürft ihr leicht beugen. Lasst die Schultern tief. Und zieht das Bein noch ein Stückchen höher, wenn ihr schafft. Sehr schön. Und nochmal strecken und absetzen. Nochmal lockern in den Schultern, mal nach hinten ziehen. Einatmen. Und mit dem Ausatmen, mit ganz langen, geradem Rücken, mal Richtung Boden ziehen. Und dann die Beine beugen und in die Hocke kommen und euch dann auf das Gesäß setzen. Die Knie gehen nach außen, die Fußsohlen berühren sich, wir können die Füße festhalten, wir können ein bisschen die Knie runterdrücken. Ich greife immer ganz gerne an mein Fußgelenk und drücke damit meinen Ellenbogen ein bisschen nach unten, so dass es angenehm ist und die Füße können auch ein bisschen entfernt vom Körper sein. Möchte ich jetzt, dass wir uns nach vorne ziehen. Möglichst erstmal mit aufgerichtetem Rücken. Gerader Rücken, Oberkörper bleibt noch lang. Schulterblätter ziehen zusammen. Versuchen wir den Bauch Richtung Boden zu bekommen. Wohl dem, der jetzt hier ein kleines Bierbäuchlein hat, der kann einfach das Bäuchlein ablegen. Aber vom Prinzip wollen wir alle Richtung Boden kommen. Erstmal mit geradem Rücken. Und dann den runden Rücken, ganz runder Rücken machen. Und so mal nach unten ziehen. Wer möchte, kann die Arme nach vorne ausstrecken. Und hier einen Moment halten. Und wieder nach oben hochkommen. Ich bin mir nicht sicher, ob man auf dem Video die Vögel zwitschern hören kann. Es hört sich total toll an. Wir rutschen einmal in den Vielfüßlerstand. Von hier. Und dann heben wir die Knie an und bleiben hier in der Stützposition. Strecke ein Bein nach hinten aus und das andere dazu. In die Liegestützposition. Bauch fest, Gesäß ist fest. Beine sind durchgedrückt, halt das hier. Dann wieder das Bein beugen, zurückkommen. Knie nicht absetzen, quasi Vierfüßerstand mit angehobenen Knien. Und noch einmal strecken. In die Liegestützposition kommen. Und noch einmal nach vorne. Knie bleiben oben. Und halten. Halt das hier. Und streck nochmal die Beine aus in die Liegestützposition.
hier halten. Und wenn du schaffst, lass dich ganz langsam über die Liegestütze in die Bauchlage ab. Und hier kannst du kurz entspannen, kurz dich hinlegen. Schlag die Füße einmal um. Nimm die Hände an die Schultern und dann drück dich einmal hoch in so eine Kobra. Schau gerne auch Richtung Himmel. Einmal lang strengen. Und dann wieder absetzen. Die Arme neben den Körper. Den Kopf kannst du zu einer Seite neigen. Wenn du möchtest, dreh die Hände um, dass die Hände zum Boden zeigen und heb die Beine einmal an. Gesäß ist feste, Rücken ist feste, Beine sind angehoben. Hier halten. Zieh den Bauch vom Boden hoch. Feste halten. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und absetzen. Sehr schön. Wir ziehen mit den Händen nach hinten, heben den Oberkörper hoch. Der Blick geht nach vorne. Zieht euch hier hoch und hier halten. Atmet dabei. Spannung halten. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und auch langsam wieder ablegen. Sehr schön. Hände wieder nach vorne kommen in unsere kleine Kobra. Schiebt die Schultern in den Boden und den Kopf nach oben. Dann ganz klein werden, Füße wieder umschlagen und wer es schafft, aus dieser Bauchlage Knie hoch und direkt nach oben hochdrücken in die Liegestützposition. Wer das so nicht machen möchte oder kann, darf natürlich einfach in die Position zurückkommen und dann laufen wir mit den Händen zu den Füßen, kommen hier wieder ein Stückchen nach oben und hängen hier einmal durch, machen uns lang für den langen Sitz. Und kommen nochmal nach vorne und drehen uns zur Seite. Wir machen uns lang, den unteren Arm auf den Boden absetzen. Der innere kann hier aufgestützt werden für mehr Stabilität. Und wir heben mal das vordere Bein an. Das obere Bein heben wir an. Und dann hoch und tief. Versucht den Oberkörper aufrecht zu lassen. Das obere Bein hoch und tief. Genau. Und dann halten. Die Mücken unterwegs? Sie sind Mücken unterwegs. Was ist da los? Ist ja unglaublich. Und vor und zurück. Immer im Wechsel. Vorziehen und zurück. Und wieder in die Mitte. Und absetzen. Wir kommen zusammen. Und drehen uns auf die andere Seite. Hier auch nochmal auf den Unterarm stützen. Die innere Hand gibt ein bisschen Stabilität. Und das obere Bein anheben. Gerade Oberkörper versuchen. Und leicht Hoch- und Tiefbewegung vom Bein aus. Ich werde hier von Mücken attackiert. Das ist uncool. Mich juckt es schon. Ich hoffe, bei euch sind keine Mücken unterwegs. Und das Bein vor und zurück bewegen. Vor und zurück im Wechsel. Da müsst ihr den Bauch auch fester anspannen, dass ihr hier nicht aus der Form geratet. Die obere Hand, die hilft euch mit der Stabilisation. Merkt man bei mir, wenn ich das loslasse, geht die direkt weg. Und halten. Und auch wieder absetzen. Dann nochmal hier in die Sitzposition kommen. Die Arme sind links und rechts vom Körper. Gerade sitzen, aufrecht und leicht nach hinten kommen. So weit wie es geht, wie ihr es halten könnt. Und hier halten kurz. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und wieder hoch. Ganz lang und mal nach vorne kommen. Ganz klein machen. Runder Rücken. Kopf darf hängen. Und nochmal das Ganze. Wieder gerade hinsetzen, Arme links und rechts vom Körper und nach hinten ziehen. Hier ganz entspannt. Erstmal halten. Wenn ihr merkt, okay, ist anstrengend, geht ein Stück hoch,
Wenn ihr sagt, oh, viel zu einfach, geht noch ein Stückchen tiefer und hier mal die Arme hoch und runter bewegen. Arme sind ganz fest angespannt und hoch und tief. Und die Handflächen umdrehen und jetzt nach oben schieben. Könnt dabei auch ausatmen. Das ist eine Übung, kommt aus dem Pilates. Kann man mit der Atmung super kombinieren. Wieder halten, hochkommen und nochmal nach unten runterhängen. Jetzt den runden Rücken wieder. Kopf darf hängen. Und wieder aufrichten. Die Beine strecken wir. Arme nehmen wir nach oben hoch. Und dann versuchen wir uns ein bisschen nach vorne zu neigen. Mit langem Rücken weit nach vorne kommen. Und zurück. Arme wieder nach oben. Wir nehmen die Hände ans Gesäß, stellen die Füße auf und schieben das Gesäß nach oben in eine Kraftbrücke. Weit nach oben, der Blick geht Richtung Himmel oder Decke. Und hier halten. Langsam wieder absetzen. Und nach vorne hängen. Jetzt mit rundem Rücken. Einfach nur mal nach unten runterhängen. Und wieder nach oben hochkommen. Hände setzen. Füße aufstellen. Und wieder nach oben hochkommen. Hochdrücken das Gesäß. Und wer schafft, kann mal versuchen, ein Bein anzuheben. Versucht trotzdem, euch mit dem Gesäß weit nach oben zu drücken, wie ein Tisch. Und Bein wieder absetzen. Langsam die Position auflösen. Und hier auch einmal noch nach vorne kommen. Wer mag, kann Richtung Bein, Richtung Fuß mit den Armen nach vorne ziehen. Ist egal, an welcher Position ihr entscheidet. So, dass es ein bisschen dehnt, aber nicht zu stark. Und noch einmal nach oben kommen. Hände wieder aufsetzen. Füße aufstellen. Und die Hüfte nach oben drücken. Weit nach oben drücken. Und jetzt das andere Bein anheben. Gewicht verteilen, dass ihr ganz gerade steht, als ob ihr beide Beine am Boden habt. Hochdrücken. Blick geht zur Decke. Schulterblätter zusammenziehen. Popo ist fester, angespannt. Haltet das. Dann den Fuß wieder absetzen. Gesäß bleibt oben für die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und langsam nach unten kommen. Genau. Lockert mal die Schulter aus, Schultern kreisen, ganz entspannt. Und dann schiebt euch mit den Händen auf eure Füße in die Hockposition, Hände zum Boden und nochmal das Gesäß nach oben strecken. Wenn ihr die Hände nicht ganz auf dem Boden halten könnt, wenn ihr die Beine durchgedrückt habt, dürft ihr die Beine leicht gebeugt lassen. Ich zeige euch das einfach mal mit leicht gebeugten Beinen. Und geht ein Stückchen nach hinten mit den Beinen. Und jetzt wollen wir ein Dreieck bilden. Das heißt, den Popo schieben wir nach oben und versuchen, die Hacken zum Boden zu drücken. Ich ziehe meine Schulterblätter zusammen. Ich gucke mir meine eigenen Knie an. Knie sind durchgedrückt, Hacken sind am Boden. Und Gesäß zieht nach oben. Hier weit reinstützend. Und langsam umstützen. Ein Bein nach oben. Hinten wieder die Hacke Richtung Boden nehmen. Und Arme nach oben strecken. Ganz lang machen. Das hintere Bein ist gestreckt. Dann aufrichten zur Mitte. Und nochmal zur anderen Seite drehen. Hüfte mitdrehen. Beide Füße zeigen in die Richtung und vorderes Bein können wir leicht beugen und lang machen, dass quasi hier diese Linie ganz lang ist. Von der Hacke über die Beinrückseite, Knie durchgedrückt, über den Rücken und die Arme eine Linie und zur Mitte hoch und Arme mal auslockern. Ganz entspannt von einer Seite zur anderen. Und nochmal einatmen, die Arme hochnehmen. Waldluft gibt mir Kraft. Ausatmen. Puh. Den Alltagsstress hinter mir lassen. Nochmal einatmen. Die Vögel, die zwitschern und ausatmen über vorne. Puh. Und ein letztes Mal gemeinsam
alles einnehmen, nach oben ziehen. Und Beine schließen, ausatmen, nach vorne fallen lassen. Wir lassen alles hinter uns und schütteln uns aus, ganz entspannt. Ihr Lieben, was war schön auf der Arbeit diese Woche? Da gab es bestimmt ein paar Momente, die waren so richtig toll mit einer Kollegin, mit einem Kollegen. Irgendwas zusammen, irgendwas, was geschafft wurde, was ganz Tolles abgeschlossen wurde, ein Projekt abgeschlossen wurde, was anderes. Ein Kundenkontakt, der besonders toll war, irgendwas mega Cooles, was passiert ist auf der Arbeit. Bei mir waren es die Kinder, die einfach richtig durchgezogen haben in meinen Intensivwochen beim Turnen. Das war der absolute Hammer. Und jetzt gehe ich ins Wochenende und weiß gar nicht, was ich um meine Kinder machen soll. In dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß, einen wunderschönen flowigen Abend und ein tolles Wochenende. Liebe Grüße, deine Gina. Wow, wir sind schon wieder am Ende eines wundervollen Videos. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. So genau wie dieser Abspann hier. Juhu, Handstand! Ich habe, wie gesagt, links und rechts noch ein paar andere Videos, die du dir gerne anschauen kannst, gerne auch gut bewerten kannst. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Liebe Grüße, deine Gina.